Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play meinerseits und zwar zu Zelda Game & Watch, Freunde. Ja, was haltet ihr von diesem Spiel, von diesem neuen Projekt? Das ist ein Game & Watch Spiel, Freunde, vom, ich weiß nicht, von der alten, ganz alten Zeit, es war vor dem Game Boy noch und warum ich das mache, ist ein Zelda-Spiel und ich wollte einfach mal so einen Vergleich zwischen den alten Zeldas und den neuen Zeldas mal so vermachen. Also ich habe ja Hyrule Warriors gespielt, da könnt ihr die Grafik so mal beides, vergleichen und ich dachte mir, weil das Spiel ja sowieso ein kurzes Zelda ist und ich danach sowieso irgendwann ein großes Zelda-Projekt bald starten werde wieder mal, dachte ich mir, mache ich jetzt mal ein kurzes Zelda-Projekt, bevor ich hier richtig anfange. Und das Spiel habt ihr schon bemerkt, es ist sehr simpel. Man tötet einfach den Gegner, der da ganz rechts ist und tötet ihn einfach. Ja, das Spiel kenne ich sogar noch. Habe ich zwar nie in Original besessen, aber das hat mir mal ein Kumpel gezeigt. Wirklich ohne Scheiß, das hat mir ein Kumpel mal gezeigt, das Spiel hier. Und das habe ich dann auch dort gespielt. Ja. Auf jeden Fall, wohin gehen wir jetzt? Links oder rechts? Wir haben noch gar keine Map und so weiter. Ihr wisst ja, wie Zelda ungefähr aufgebaut ist. Das war hier ungefähr das Ursprungs-Zelda. Ich glaube, das war nach The Legend of Zelda das erste auf der NES, oder? Ich weiß es nicht so genau. Das war ungefähr zu dieser Zeit. Ich weiß nicht. Und ja, ihr seht ja, es ist kein richtiges Abenteuer, wie ihr seht. Und es ist ja ohne Sound, ohne gar nichts. Es ist einfach ein richtig episches Zelda-Abenteuer, meine Freunde. Also ich möchte das auf jeden Fall machen. Ich möchte jedes Zelda machen. Und da das ein kurzes Zelda ist, machen wir das zuerst. So, dann machen wir es mal. Hier müssen wir einfach nur ausweichen. So. Ach, scheiße. Okay. Komm, 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 komm. Okay. Scheiße! Ich bin gestorben. Okay, wie billig. Also diese Geister sind echt fies, Alter. Das muss man einfach sagen. Das ist echt fies. Und das ist nicht auf der originalen Game & Watch, sondern es ist auf der Game Boy Advance Emulator. Mit dem Game & Watch Gallery Advance spiele ich das hier nämlich. Da kann man, wenn man alle Sterne hat, das hier freischalten. Und das war echt schwer. Ich habe mir einfach aber eine Batterie geholt, also eine Save-Datei. Also war das nicht so übertrieben schwer. Und der Ge mit dem Geist ist es echt asozial, meine Freunde. Nein! Hat er nur noch ein Leben gehabt, Mann. Das ist so fies, ey. Na komm. Zwar kriege ich den Heiß. Also das Geile an dem Zelda-Spiel ist, dass man immer noch im selben Raum startet. Das ist völlig scheißegal. Deswegen ist das auch egal. Ob die hier stirbt oder nicht. Oh Mann, das ist immer so scheiße, Mann. Okay. Also das wird auf jeden Fall ein ganz kurzes Projekt. Zwei, drei Parts. Keine Ahnung. Kommt jetzt drauf an, wie ich hier jetzt endlich mal skillen werde. Hoffentlich mal. So, hoffentlich mal. Skillen wir hier. Komm mal her. Komm her. Komm her. Warte. So. Okay, wir haben es ausgewichen. Sehr schön. So, dann gibt es erstmal auf die Fresse. Komm her, du Kollege. Boah, dieses Skelett ist so fies, ey. Komm her! Ah, scheiße. So, oh nein! Ich weiche immer zu spät aus. Oh, schön, wir haben ihn besiegt. Was ist das? Was ist das? Ah, wir haben die Map. Okay, wir müssen hier nach links. Okay. So, da töten wir dieses Viech hier. So, abhauen, bevor das Schwert da oben kommt vom Skelett. Gut, gut, gut. Okay, mir egal. Komm her. Ist mir egal. Komm her. Oh, schön. Water of Life, Dims. Water of Life. Wir müssen das gar nicht benutzen jetzt. Das heilt dich einfach auf. Also Water of Life hält dich. Okay, ich habe es aber gar nicht benutzt. Okay, von mir aus. Da wurde es halt jetzt benutzt und. Aber ich habe gar keinen Tomahawk. Da seht ihr, am Ende des Dungeons kommt immer der Endboss. Und dieses Fall der Drache. Es gibt keinen anderen Bandboss und wir müssen ihn ohne dieses Tomahawk besiegen. Weil wenn wir jetzt das Tomahawk hätten, dann würde es mehr abziehen, aber wir haben halt das Tomahawk nicht. Deswegen ziehen wir weniger ab. Wir müssen ja mit dem normalen Schwert hier angreifen. So, komm. Sein Schwanzhieb ist auch ein bisschen fies. Okay, wir haben ihn besiegt. Schön. Einfach besiegt und wir haben das erste Triforce. Schön. Nice, Freunde. Also ihr seht, das Spiel ist jetzt nicht wirklich episch oder so, aber es ist ein Zelda-Spiel, das ich auch mal gerne spiel auf meinem Kanal haben möchte, weil es ja ein Zelda-Spiel ist. So, komm her.
Und da es ja das jetzt der perfekte Zeitpunkt ist dafür, ein kleines Zelda-Projekt zu starten, während danach sowieso irgendwann ein Zelda-Projekt danach kommt, also ein großes hoffentlich mal, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass bald irgendwann Twilight Princess angekündigt wird. Oder Ocarina of Time, ich habe darauf echt Bock. Auf Ocarina of Time hätte ich sogar mal bald Bock sogar. So, wir haben jetzt die Map wieder mal und jetzt hoffe ich mal, dass wir den Tomahawk bekommen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal nach links. Ich weiß nicht wieso, aber gehen wir da hin. Jetzt seht ihr, es wird immer schwieriger. Also hier gibt es jetzt drei Skelette. Okay. Ach, das ist auch fies. Okay, wir haben noch ein Leben. Scheiße! Zu früh hingegangen. Scheiße. Aber wir verlieren zum Glück nur... Verlieren wir auch die Map? Nee. Okay, wir verlieren zum Glück nur Punkte. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. So, komm her. Also so fies war es ja wirklich nicht damals, aber in NES, der NES, in dem NES, Zelda auf der NES war ja ein bisschen schwieriger, da war man gleich sofort beim Anfang des Dungeons oder sowas und hier ist man gleich hier in der Mitte ungefähr. So, komm her, du Viech. So, komm her. So, komm her. Oh, ich hab dich doch down gekriegt, ey. Warte auf, live, du dir selbst. Schön. Dann geht's nach oben. Nach unten meine ich und hier hin. Okay, schön. Okay, verpiss dich, verpiss euch, verpiss euch. Lass mich alle in Ruhe. Ich möchte dich nur töten. Bitch, 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 please. Also ihr seht, das Spiel ist ganz simpel und macht auch ziemlich viel Spaß sogar. Und ich habe jetzt... Ich bin jetzt sogar gestorben. Aber ich habe ja Water of Life gehabt, zum Glück. So, jetzt kommen wir zum Drachen. Aber wir haben keinen Tomahawk. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Aber von mir aus. Da töten wir ihn halt so. Kriege ich auch locker hin. Weil so schwer ist er jetzt nicht, der Boss hier. So, komm her. So, jetzt macht er den Schwanzhieb. Okay. Ich gebe ja auch immer Cockschellen ab, aber nicht so wie der. Das ist fies, Mann. Der spielt fies. Okay, komm her. So, komm. Genau. Oh. Das ist fies. 3 Force haben wir jetzt. Schön. Also ihr seht, das wird wirklich kein langes Projekt. Wir sind jetzt schon beim dritten Triforce. Im normalen Zelda wären wir niemals so schnell gewesen. Wir hätten bestimmt nicht mal den ersten Dungeon geschafft. Noch komm her. Okay, 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 okay. Chill, 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 chill. Also es gibt ja auch auf der Website zum Beispiel so eine Website, wo ihr das Spiel ja auch spielen könnt. Da müsst ihr euch nicht alles freischalten. Das kann man eigentlich legal sogar spielen. Müsst ihr nicht auf der Game Boy Advance spielen. Ja. Also ihr hättet es wirklich auch einfach so in der Website spielen können, aber ich wollte es einfach nicht von dort aufnehmen. Sieht auch viel schicker aus als hier jetzt, aber ich wusste nicht, wie ich da aufnehmen sollte. Das ist das Problem. Hier könnte ich ein bisschen leichter aufnehmen, deswegen passt das auch. Deswegen mache ich das lieber auch hier auf der Visual Boy Advance. So, komm, verpiss dich. Komm, verpiss dich. Komm, verpiss dich. Komm, 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 komm. Och, ist das scheiße und fies. Jetzt komm schon, was soll denn der Kack hier? Man und Manigo. Okay, komm. Das ist fies, Mann. Das ist echt schwer. Vor allem, das ist echt schwer, das Spiel. Also, ohne Scheiß. Ich habe noch nie so ein Spiel gesehen, das so schwer ist eigentlich. An sich ist das ja ein recht simples Spiel, aber trotzdem ist das schwer. Weil man einfach so hastig ist einfach. Weil man da Geduld braucht. Da braucht man wirklich viel Geduld. Komm, verpiss dich. Komm her. Ach, scheiße, dieser Geist schon wieder, Mann. Dieser Geist, der ist ein Wichser. Ich baller deine Mama, du kleiner Wichser. Komm her. So, Bums. Komm her. Okay. Ghost, no ghosts. No ghosting, bitch. Okay, komm her. So, ich habe immer Angst, dass ich den... Oh, ich treffe diese Scheiße nicht. Meine Fresse, Alter. Okay, das ist echt asozial und Madiko. Okay. Ich wünschte, ich schaffe das irgendwann. Was ist jetzt passiert? Von was wurde ich denn getroffen, bitte? Komm her! Komm her! Scheiße, scheiße, komm her! Komm her! Och, ist doch nicht dein Ernst jetzt. Oh, ich hab's doch gedrückt, Mann! Das ist doch fies, ey! Das ist so kacke und Mariko. Boah, ist das fies, ey. Jetzt komm schon. Was soll denn der Kack hier? Du Rotzlöffel. Also hier gibt es auf jeden Fall noch
ein paar andere Spiele, die ich noch gerne testen würde. Zum Beispiel gibt es hier Mario Bombs Away oder sowas. Heißt das Spiel. Und das würde ich gerne mal als Let's Show vielleicht mal machen. Oder Let's Test oder sowas. Ich weiß halt, also Let's Show ist ja eher sowas für Spiele, die ich auch kenne. Und die ich euch auch gerne zeigen möchte. Aber das ist ein Spiel, was ich so sage, was ich ja nicht mal kenne. So, Freunde. Wurde kurz gestört und jetzt geht's weiter, Freunde. Okay. Ich habe es aber noch ausgewichen. Schön, dem Geist bin ich noch ausgewichen. Alter, das Spiel ist echt... Das ist nicht einfach, Mann. Okay. So, wir werden es auf jeden Fall bis zum dritten Dungeon, glaube ich, heute spielen. Also drei Triforce holen. Also nach diesem Dungeon wird hier erstmal der Part beendet werden. Wahrscheinlich nur. Ich sag so, wie es ist. Also wir schauen mal nach, wie lange der Part ungefähr ist und dann... Schau weiter! Komm, let's go! Scheiße, scheiße. Komm her. Komm her! Okay, der hat nur noch 12 Leben. Komm her! Gut, wir haben ihn ausgewichen. Schön, schön, schön. Wir haben nichts mehr. Okay, schön, schön. Komm her! Komm her! Oh, geil! Habe ich... Oh, ich habe die Map bekommen. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal nach oben und dann immer nach rechts. Und hoffen, dass wir das Tomahawk mal endlich mal bekommen, ey. Kann doch nicht sein hier. Das ist fies, ey. 4 Leute hier. Also ohne Scheiß. Was ist das jetzt für eine Scheiße, bitte? Ja, geil! Also, wie soll ich das denn schaffen, bitte? Seid die geistig zurückgeblieben oder was ist da los jetzt? Okay, das ist blöd. Also, hier muss ich auf jeden Fall getroffen werden. Hier sehe ich auch keinen anderen Grund. Da habe ich jetzt gar keinen anderen Grund gesehen. Komm her, hau ab, du Kanacke. So! Okay, komm, komm. Komm! Okay. Okay, komm her. Komm nochmal her. Och, das ist doch fies, ey. Ist doch scheiße. Das Level ist schwer. Nee, was mache ich da? Komm, ich will weiterspielen. Let's go. Das ist so fies, Mann. Der Anfang ist so fies. Jetzt komm. Okay, gut. Wir haben hier ziemlich viel abgezogen. Im Grunde haben wir ihn schon auf 30 runtergehauen. Boah, ist das fies, ey. Jetzt komm, töte dich, ey. 9 Leben. 9 Leben, Bruder. So, komm her, 9 Leben, Bruder. Okay, schön. Auf den Pixel genau. Und yeah. Water of Life. Schön. Können wir uns wieder auffüllen, wenn wir sterben, Freunde. Oh, meine Fresse, ey. Okay, scheiße, scheiße. Och, scheiße, wieder dieser Geist, ey. Dieser behinderte Geist, ey. Komm her. Komm noch her. Alter, das ist jetzt fies, ey. Ja, komm, Alter, wie soll ich den Typen ausweichen, Mann? Denk mal realistisch, du Penner. Komm her. Komm her! Komm her! Och, das ist fies, ey, das ist so fies. Komm her! Okay, hau ab, hau ab. Oh nein, nein, ich habe nur noch ein Leben. Der hat nur noch 6 Leben. Komm schon. Komm schon. Komm bitte. Zweimal muss ich den treffen. Und yes! Sogar ein Herz bekommen. Schön. Meine Fresse, ist das Spiel schwer. Ich weiß nicht, worauf ich mich da eingelassen habe. So, komm, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, es wird jetzt noch schwerer. Okay, komm. Scheiße, scheiße. Komm her! Okay, nur noch 6 Leben. Zweimal draufhauen. Bitte, komm her. Oh, schön. Schön, Worte auf, live. Ich habe wieder keinen Tomahawk. Scheiße. Okay, was will ich tun? Ich muss den einfach so besiegen. Andere Wahl habe ich wieder nicht. Na komm. Und ihr seht, das wurde auch ziemlich gut gearbeitet mit 2 Screens. Der Game & Watch war ja halt sowas, war halt sowas wie der DS. Halt aber ohne diesen Touchscreen da. Der war aber ziemlich cool bestückt eigentlich und... Ihr seht, das wurde jetzt einfach so gespielt, dass wenn Link jetzt nach oben geklettert ist, dass er jetzt auf dem oberen Bildschirm ist. Das war eine richtig coole Idee, finde ich schon. Das war eine richtig koralle Idee. Eine richtig knolle Idee. So, wir haben 4 Herzen. Komm, verpiss dich. Stirb! Oh, schön. Mit dem Tomahawk wäre es viel schneller gewesen und ich würde sagen, das war's für diesen Part, meine Freunde. Ich will den Part jetzt auch nicht zu übertrieben lang machen. Wir können ja 3 Parts aus diesem wundervollen Spiel hier machen. Also haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part von Zelda Game & Watch.